Musikalische Entwicklung hat bei uns immer auf jeden Fall in unseren Proberäumen, in unseren Baumhäusern und Wohnzimmern, wie sie immer gerne in der Stadt gefunden. Kellergewölbe, vor allem Keller. Der Untergrund. Es lag immer alles sehr nah beieinander, also das war immer der Mittelpunkt. Es war immer der Ort, an dem wir uns wohlfühlen mussten, wollten. Also ich würde erstmal sagen, ihr beide seid der allererste Schnittpunkt gewesen, oder? Bevor ich dazu gekommen bin. Ich meine... Eigentlich haben wir beide uns kennengelernt in der Grundschule. Also in der zweiten Klasse, da ist Dami von irgendeiner anderen Schule auf die Schule hier in die Ecke gekommen. Genau, meine Eltern haben sich geschieden. Ich bin auf die Schule gekommen, zweite Klasse. Ihr wart schon zusammen in einer Klasse, deswegen dachte ihr kanntet euch. Aber anscheinend, das jetzt vergessen. Ja, aber dass sie es vergessen wirklich haben anscheinend. Ich bin auf jeden Fall dazu gekommen und ich war der Neue, wie jetzt auch vor ein paar Jahren auch wieder hier der Neue. Und tatsächlich ist Romeo mit Jan Tichy, weiß ich noch damals, das war ein Freund. Ihr seid beide auf mich zugekommen auf dem Schulhof und habt mich am ersten Tag sofort angesprochen, nach meinem Namen gefragt. Ja stimmt, ich dachte glaube ich deswegen, weil wir waren zwar in einer Klasse, wir hatten aber durch das erste Jahr oder die ersten zwei Jahre nicht so viel miteinander zu tun. Wir hatten eigentlich fast gar nichts zu tun. Genau, und dann kam man in unsere Klasse und wir hatten dann eigentlich waren wir sofort so beste Freunde. Ja, sofort. So, also. Und erst mal auf der Jahre haben Nico und ich das haben wir so richtig gefunden. Ja. Und Tim kam. Wir waren immer Rivalen, Mann. Ich kann mich immer noch daran erinnern, dass wir immer so einen Wettstreit hatten, wer zuerst in Mathe fertig war. Ja? Ja, du warst immer zuerst fertig und dann kam ich, ey. Und ich dachte immer so, ja geil, ist voll cool, so, ey, ich bin Zweiter, aber meine Antworten waren falsch. Ich bin in der fünften Klasse dazugekommen. Nach der vierten haben wir alle die Schule gewechselt und da habe ich Dami kennengelernt. Das war kamst du zuerst in die Klasse oder ich? Auf jeden Fall war aber noch ein Platz neben einem von uns beiden frei. Da habe ich mich hingesetzt und dann waren wir auch ziemlich schnell, ich glaube am zweiten Tag oder so, hingen wir miteinander rum. Und dann habe ich auch ziemlich schnell danach Romeo und seinen Zwillingsbruder Pierre kennengelernt durch Dami. Und durch einen anderen Freund in meiner Klasse, zufällig Nico. Nach der Grundschule hat es jetzt so aufgeteilt, dass eigentlich sind wir alle auf unterschiedliche Schulen gegangen. Und Dami hat eben auf seiner Schule Tim kennengelernt. Und trotzdem waren wir beide stark, also eigentlich sehr, sehr engen Kontakt und haben dann Musik eben gemacht und Schülerbank gegründet. Die hat sich dann aufgelöst und da bin ich dann auf Nico zugegangen, weil ich ihn, glaube ich, ich habe die irgendwo getroffen. Ich hatte einen Kollegen damals in der Schule und der hat in Frankfurt frei gearbeitet und da haben wir uns zum ersten Mal richtig getroffen, so. Weil da ist auch ein guter Kollege, der leider verstorben ist, von uns reingekommen. Iko heißt der. Und der wollte mich eigentlich rausschmeißen aus dem Laden. Kam halt so an wie so ein Türsteher und ich habe es ja voll abgekauft, so. Und ja, mega verarscht, Alter, richtig verarscht, so richtig Premium verarscht, so. Und dann sehe ich halt, wie diese laute Meute da von draußen ist, im Fenster, man hört das schon von draußen. Kommen sie alle rein, hey, du bist auch hier, hey, geil, lass mal trinken jetzt und so. Und dann sind wir halt weitergezogen und genau, oh, war ein super Abend einfach, genau. Wenn ich auch zurückblicke, dann ist irgendwie aber auffällig, dass sehr viele Menschen auch in der Schulzeit verbringen, die Zeit so entweder draußen oder keine Ahnung, machen irgendwelche Sachen, spielen Computer oder so, keine Ahnung. Und wir waren halt extrem viel Zeit, also extrem häufig und lange im Proberaum. Ja. Wir haben irgendwie Musik gemacht, stundenlang, teilweise nach der Schule dann 6-7 Stunden oder kam. Also ja, und dann nachts nach Hause zu Fuß, weil der Bus nicht mehr fährt. Genau, also wir haben extrem viel Zeit wirklich im Proberaum verbracht. So. Nochmal um auf die Räume zurückzugehen, das ist auch eigentlich immer so, Proberäume sind für uns eigentlich immer so Tempel. So, deswegen versuchen wir da eigentlich auch immer so die Proberäume so zu gestalten, dass wir auch eigentlich hier wohnen könnten. Ja. Also es hat immer so ein Flair für uns, so du kommst halt rein. Wir haben hier in unserem Proberaum jetzt, wo wir jetzt gerade sind, haben wir eine Küche gebaut. Mit einer Bar drin, so, wir haben da jeden Scheiß, den man sich eigentlich erträumen kann, so, du kannst dir einfach irgendwas machen, kannst dir Kaffee machen, kannst dir ein Bier nehmen, kannst dir auch, was weiß ich, ein Old Fashion machen, wenn du Lust hast, ja. So, und dann bist du halt, du bist wie zu Hause, kommst halt an und dann hast du noch dieses doppelte Gefühl, du machst halt noch Musik dazu, ja. Weißt du, und dann entwickelst du dich einfach in genau dieser Sphäre halt weiter, die ganze Zeit.
Apropos Sozialisierung, neben dem Proberaum auf jeden Fall das Molotow. Auch im Untergrund das erste noch. Schön immer diese enge Treppe runter. Ja, stimmt. Stundenlang anstehen. Mittlerweile arbeitet ja die Hälfte bei uns, oder? Ja. Nebenbei, wenn man dann irgendwie auf Kiez rumgelaufen ist, irgendwie, keine Ahnung, ob es dann jetzt die Hotelbar war, sich Mexikaner geholt hat, oder Blaue Peter oder Nachtlager oder so diese ganzen Sachen, die es da auf dem Berg gab. Roughness, die wir halt mittlerweile so erstreben auch und leben. So, das wollen wir halt mit der Platte eigentlich auch rüberbringen, deswegen haben wir die auch live aufgenommen im Cloud-Zill-Studio da oben auf der Vettel. Gegenüber von der Vettel. Gegenüber von der Vettel. So. Und das hat uns sehr gut getan, so, weil das ist auch unsere Live-Qualität. So. Wir schlagen einfach auf unsere Instrumente ein. So. Das sind wir mittlerweile. Und das sieht man auch. Emotional. Und das sieht man auch schon mit Leidenschaft. Ja, klar. Genau, so sind auch unsere neuen Musikvideos. Ja, Übersleep, sogar die erste Single-Auskopplung aus unserem Album. Greenscreen gedreht, wir sind einfach ausgerastet so. Das ist eigentlich auch so der Song, der eigentlich am meisten so dazu eigentlich bewegt, halt wirklich auszurasten, um es nochmal zu betonen so. Weil es geht eigentlich auch darum, dass man sich einfach auch fallen lässt, wenn man jetzt zum Beispiel auf Party ist oder so und du machst halt richtig einen drauf so und dann aber bist du halt... Aber nicht nur fallen lassen, sondern auch bis an die Grenzen treiben. Ja, genau, bis an die Grenzen treiben, genau, darüber hinaus, genau, dieses, dass du halt so krass einfach mit deinem Körper auch spielst und mit deinem Geist, mit deinem Zustand einfach, aber du weißt selber, dass es doof ist, aber du machst es halt trotzdem, weil es halt in dem Moment einfach genau das Richtige ist, so, und kennst die Konsequenzen, aber ziehst es halt trotzdem dann durch. Und deswegen ist das Video dazu auch sehr, sehr, sehr spaßig geworden. So. Also wir hatten derbe viel Spaß. So. Sind halt auch, haben uns auch fallen lassen vor der Kamera. Wir haben die ganze Zeit rumgeblökt und so und haben irgendwelche, ne, coolen Aufnahmen gemacht und so. Haben einfach gesagt, okay, das nehmen wir jetzt und so. Das passt halt derbe gut rein, weil das ist genau unser Drive. So. Wir machen jetzt einfach hier einen richtig drauf so. Deswegen war es auch so wichtig, dass wir alleine waren. Ja, genau. Raum, weil wir dann einfach frei sein konnten, wir konnten machen, was wir wollen. Es hat uns keiner beobachtet, wir konnten einfach durchdrehen. Also wirklich, das ist so Durchdreh-Song. Das nächste Video und die nächste Single nach Übersleep vom neuen Album ist Menthol. Für das wir auch wieder ein eigenes DIY-Video gedreht haben in krasser Schwarz-Weiß-Noir-Atmosphäre in der City Nord von Hamburg. Wie soll ich das Video beschreiben? Dystopisch irgendwo, weil die City Nord auch derbe voll ist mit Industrie und so. Und also 80er Jahre Bauten. Nee, ja, 80er Jahre Bauten, bei denen seitdem auch nichts mehr gedacht wurde. So. Und verwinkelte Ecken, überall sind Treppen. Das ist wie ein kleines Labyrinth so in so einer Megametropole. Es geht so um die Flucht von den eigenen Zwängen. Das genau. Hast du mal so ähnlich gesagt. Ja, oder? Genau so. Und das haben wir auch versucht, so gut es geht, in dem Video darzustellen. Ja, durch die Klaustrophobie zum Beispiel, durch diese Gänge und so und die Story. Dass du dich dem am Ende stellen musst. Genau. Komm, was wolle. Aber vor allem umso schöner, dass als man diese Songs dann hier, wir haben es einfach mal ausprobiert, wir haben einfach so, sag ich mal, ins Blaue gefasst oder einfach ins kalte Wasser gesprungen, einfach mal die Songs von die alten Songs einfach mal angespielt und haben sofort gemerkt,
Moment, als hätten wir irgendwie ein neues Level erreicht oder als wären wir jetzt dazu bereit. Wir spielen die und auf einmal klingen die irgendwie dreimal besser oder anders, stärker. Das war doch hier, also ich meine, das Gefühl, das hat sie das erste Mal hier gespielt wieder und geguckt, ob man damit was machen kann. Und auch, als wenn man die Songs für die Zukunft geschrieben hätte. Als hätte man, als wäre das, als hätte Forward es Future. Genau. Es hat alles nur darauf gewartet, auf diesen Augenblick, ob man dann jetzt bereit ist dazu. Der ganze Song, auch dieses, ist ja auch ein extrem so ein dystopischer Ausblick, dieser Song. Und der ist halt natürlich eine alte Idee, aber es hat einfach so gepasst zu dieser Zeit und auch dieses Cover von unserem Album. Das war einfach so aktuell, dieser Song, dass er eigentlich ein Muster mit drauf und auch diese Destruktion, der Refrain und diese ganze Farbe, das passt perfekt in die jetzige Zeit. Und den Text hast du ja damals Nico schon erfasst. Ja, wie Lemar sagen würde, History is on repeat. The thoughts are heavy in your heart like a time bomb. Willing to explode, ripping your life apart. Never expect too much from men. Go on, live it on. Welcome the devastating progress of the future. Hide yourself in the underground and wait for the lights to be powered out. It's the safest way to just turn around. For the world to collapse and from, hide yourself in the underground and wait for the lights to power it up. It's the safest way to just turn around and wait for the world to collapse and frown. Also ich schreibe nicht sehr komplex, denke aber, dass es halt komplexe Themen sind, so die man auch nicht umgarnen sollte, weil man muss es eigentlich auf die Fresse kriegen. Das, was du aussagen willst, muss eigentlich auch so rüberkommen, wie du es auch meinst und nicht, ich sag das jetzt so und jeder darf da irgendwie was reininterpretieren, sondern du musst halt irgendwie schon klar machen, so auch wenn einige Leute denken würden, okay, die Texte sind banal oder so. Aber genau so ist die Welt. So, Dami gesagt hat, es ist kein Whitewashing oder so. Es gibt Probleme in der Welt und man sollte sie einfach ansprechen. Forward Future, es ist komplette Dystopie. Wenn wir jetzt explizit darauf gehen, es sterben Leute, die weggebombt werden und so. Und es interessiert einfach keinen. People are walking out there like there's nothing to it. Ja, genau. Das ist so eine Textzeile, die da auch mitspielt. Und die Leute sollen es einfach auch realisieren und auch wirklich sich damit mal auseinandersetzen. Oder Vicious Circle, was dieser ewige Kreislauf, dadurch, dass die Leute sich dann wieder nicht damit auseinandersetzen, kommt es halt dazu, dass sie Mitläufer werden. Oder Songs wie Trial and Error, wo es halt darum geht, so, ey, ist doch scheißegal. Du musst es einfach jedes Mal probieren und irgendwann klappt es einfach. Du darfst einfach nicht aufgeben. So. Und am Ende, We Expect the Dawn, so, es gibt halt beschissene Situationen in der Welt, so, aber die kann man klären. So, solange du halt eine bestimmte Position und eine Meinung dazu hast. Deswegen, We Expect the Dawn. Wir erwarten nicht den Untergang, sondern wir erwarten genau diesen Hoffnungsschimmer, dass diese Realisation kommt. So. Das sind wir so. Wir zeigen die Probleme, aber wir sagen auch im Gegensatz, ey, man kann alles schaffen. So. Nach jedem Untergang gibt es auch einen Aufgang. Genau. Selbst nach so einem drastischen Fall wie der Tod eines Freundes lernt man Sachen. Man zieht da Sachen draus. Dadurch sind wir näher zusammengerückt, noch näher, achten mehr aufeinander. Und unvorstellbar. Fragen schneller, ist bei dir alles in Ordnung, kümmern uns umeinander. Ich meine auch selbst bei Leuten, die uns jetzt nicht so nah sind wie wir untereinander. Man achtet einfach mehr auf seine Umwelt durch solche Erlebnisse. Ja, genau das vergessen halt die meisten Menschen so. Und für uns war es halt immer wichtig, dass wir halt diesen Zusammenhalt auch haben. So. Und genau dadurch wird man halt stark. So. Dann kriegt man halt eine viel größere Stimme.
Chinatown. Es fehlt noch so ein Imbiss. Was? Wir brauchen noch so einen, irgendwie so einen Typen hier, da, mit so einem kleinen Fenster. Können wir uns immer. Wie bei dem fünften Element. Genau. Ja, daran habe ich gedacht. Multipass. Wie er ans Fenster geflogen kommt. Genau. Also, gib mir mal hier gebratene Nudeln. Ach, bitte. Ja, ich weiß, welches hier du willst. Und dann kriegt er seine Post bis gefeuert. Ja, okay, danke. Ach so, Gott.